Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht los, meine lieben Freunde, oder beziehungsweise es geht weiter. Wir haben gestern Abend noch Strohballen zu Pellets gepresst. Wir hatten noch gut zu tun. Auf jeden Fall haben wir relativ lange gearbeitet. Deswegen, ganz ehrlich, habe ich heute einfach mal ein halbes Stündchen länger geschlafen. Und ja, der Onno, der hat frei. Und ich wollte eigentlich auf der Terrasse hier ganz gemütlich noch meinen Kaffee genießen. Mal gucken, das Wetter ist bombastisch, wir haben den schönsten Sonnenschein. Vielleicht nochmal eine kleine Runde im Pool drehen, einfach um ein bisschen fit zu halten. Und dann ganz gemütlich müssen wir uns noch um die Felder kümmern. Wir haben ein bisschen Unkraut, was wir auf jeden Fall, was wir noch wegmachen müssen. Und wir müssen mal gucken, was unser Nachbar so betreibt. Den müssen wir auf jeden Fall ganz gut im Auge behalten. So, aber ich würde sagen, ganz ehrlich, auf Hitch. Ey, was macht der denn schon wieder im... Was macht der denn in meinen Dings hier? Ey, das kann nicht, ja, das kann nicht wahr sein, oder? Ey! Kollege, bleib mal stehen hier! Das kann ja nicht wahr sein. Wenn ich diesen kleinen... dieser kleine... Bleib stehen, hau doch nicht immer ab, du Feigling! Vor allen Dingen, was macht der ständig an meinem Hof? Das ist doch absoluter Witz. Ist das doch. Vor allen Dingen, was hat denn der bei meinem Kühen gemacht? Das ist doch wo... Das ist ja... Also, da hört der Spaß aber jetzt auf. Das Problem ist, ich brauche den Herrn Lanze wahrscheinlich auch gar nicht anrufen. Ich muss schauen, ob ich das mit dem Bürgermeister jetzt geklärt habe oder sonst irgendwas. Oder ob der Herr Lanze hier irgendwie zugänglich ist oder sonst irgendwas. Der hat doch irgendwas, hat er doch so jetzt kaputt gemacht hier, mal ganz ehrlich. Muss ich erstmal gucken, ob es meinen Kühen allen gut geht, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Ich hoffe, der war nicht an irgendeinem Fahrzeug. Also, wenn der an irgendeinem Fahrzeug war. Ne, der LKW sieht eigentlich gut aus. Beinpresse. Traktor sieht auch gut aus. Der ist ja hier hinten rausgerannt. Es klang eher so, als hätte er irgendwas fallen lassen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, den Kühen ist nichts passiert oder er hat sich hier nicht an den Kühen befummelt hier. Aber die schnupsen alle noch auf ganz entspannt. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist. Aber ganz ehrlich, da hört der Spaß dann irgendwann auf. Also, ich muss sehen, dass ich irgendwie in ein normales Gespräch mit dem Herrn Lanze komme. Was ich aber jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist, ich muss mich, bevor die Felder ausgewachsen sind, um das Unkraut kümmern. Ich muss mich definitiv um das Unkraut kümmern. Und über Nacht wurden wieder die Lohndings abgezogen, die Kosten für die Maschinen und alles. Und ja. Also da müssen wir auf jeden Fall. Unkraut haben wir hier auch noch drauf. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir so schnell wie möglich ein bisschen Geld zusammen kratzen können. Oh Mann, ey. So, ich hoffe ja mal. Ach, Eduard ist auch. Was macht der denn hier? Moin, Eduard! Guten Morgen. Eduard, alles gut bei dir? Mensch, was ist los? So früh am Morgen schon unterwegs? Ja, du weißt auch, Esszeit ist und außerdem will ich dir auch noch das Geld bringen für die Presse. Das Geld willst du mir bringen? Das ist spitzenmäßig. Das kommt nämlich wie gerufen. Also Eduard, pass auf. Ah ja, gut. Komm, machen wir erstmal das mit dem Geld. Oder gib dir mal die 31.000. Also ich finde, muss sagen, ich kann mich nur noch wirklich tausendmal bedanken. Dass du so großzügig bist mit dem Preis für die Presse. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, Eduard. Du klingst schon wieder zu freundlich, was ist los? Nein, alles gut, alles normal. Ich freue mich einfach nur. Das Problem, ich bin gerade mit dem Geld ein bisschen im Minus. Ja, da wurden wieder alle Sachen ja, abgebucht über Nacht und seitdem, ja. Hast du? Ja, oh, danke. Ja, ja. Oh, super. Mega. Dankeschön, Eduard. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Ja, und so ist es, wie läuft's? Ja, wie soll es laufen? Also, eigentlich alles entspannt. Ich, naja, es gibt so ein paar Vorkommnisse, über die ich eigentlich gar nicht reden will. Oh, was ist schon wieder los bei dir? Ach, ist egal. Weißt du, ist egal. Ich will euch nicht immer belasten damit und ja. Eduard. Ja, aber in dem Dorf hilft man sich. Naja gut, wenn du das so meinst, am Übrigen. Ja. Aber Eduard, mal ganz kurz noch was anderes. Mit der Presse, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, Eduard.
Oh, der Nischewaller, der ist die, was heißt Nischewaller kaputt gemacht? Nein, 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 nicht mit der Presse, mit der alten Presse, die du mir abgekauft hast. Ja, die ist kaputt im Weg. Ja, ich glaube, du hast dich da ein bisschen im Preis vertan. Warum? Ja, weil du, so viel Geld habe ich ja nicht mal bezahlt, wie du mir gegeben hast. Warte mal, also mal kurz überlegen, wie viel habe ich dir gegeben? 31.000. Ich wusste, ich habe mich verrechnet. Hast du dich verrechnet? Also ich wollte 3.100 geben. Ja, Eduard, das wird aber auch nichts. Warum nicht? Ja, weil 3.100 auch ein bisschen wenig ist. Ja, weißt du mal, es passt erstmal so. Ach, das, echt? Ja, ja. Okay. Denk dran, du schuldest mir ja noch was. Na, jetzt schulde ich dir ja aber noch was. Ja, genau so ist es. Ja, aber dann schuldest du dir ja, warum... Schuldest du mir was im doppelten Sinne. Also Doppelschulden? Richtig. Aber vielleicht... Hm, okay. Aber was anderes. Ja. Weißt du, wo meine Lanz ist? Deine Lanz? Ich hab die irgendwie... Also, naja, gut, was heißt ich? Ich hab die ja eigentlich hingestellt, aber heute früh wollte ich in meine Lanz steigen und herkommen. Aber die Lanz weg. War die Lanz wieder weg? Das ist richtig. Hast du die versteckt? Deine Lanz? Meine Lanz ist weg. Du weißt, ich liebe meine Lanz. Ja, ich weiß, dass du deine Lanz liebst, aber ich habe deine Lanz nicht versteckt. Das tut mir echt leid. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, gut. Ja. Warum ist deine Garage zu? Was? Hä? Warum ist die Garage zu? Also, Eduard, ich will nicht sagen, Eduard, ich will jetzt hier wirklich nichts sagen, aber. Hier steht mein kaputter Drescher. Ja, ja, aber ja. Eduard, ich will jetzt wirklich nicht sagen, aber du weißt doch, dass du deine Lanze auch schon des Öfteren mal einfach irgendwo vergessen hast, ne? Du bist ausgestiegen und ja, dann war es halt. Soll das jetzt wieder heißen, nur weil ich mal pullern war. Gut, naja, aber dann hast du trotzdem die Lanze ja vergessen. Naja, gut, das kann ja mal passieren, ne? Ja. Ja. Du bist mir zu freundlich, Leute. Ich bin so immer so freundlich zu dir, Eduard. Irgendwo die Lanz sein. Ach, jetzt hör doch auf, hier rum zu. Eduard, ich habe keine Lanz von dir. Es ist aber gut jetzt, ja. Wo ist meine so, Lanz? Pass auf, ich muss aber auch los. Ich muss nicht zu meinen. Eduard, Frage. Weißt du zufällig, wer einen Dünger hat? Also eine Spritze. Ich habe es überlegt, der Herr Bosbach, der könnte vielleicht. Eine Spritze für Unkraut haben, oder? Oh, Alter, du kannst doch mal fragen gehen, ob bei dem ist der auch schon verschissen. Na, ich habe bei dem überhaupt nicht verschissen. Ich werde mal zu dem gehen und werde ihn mal fragen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil ich muss das Unkraut unbedingt vom Feld kriegen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht auch noch leisten. Und außerdem wollte ich eigentlich noch ein paar Kühe. Eduard. Und du? Ja, was und nur? Ja, möchtest du jetzt gleich wieder bringen oder was? Wie geht's dir denn? Hey, Mutschuku. Ja, die Mutschuku, denen geht's gut allen. Die sind top, tip, top. Alter, tip, top drauf. Warum stotterst du so? Du hast doch was zu vermerken. Eduard. Pass auf, weißt du, was wir machen? Dann guck mal halt überall rein, dann bist du beruhigt und dann kannst du. Und dann kannst du wieder. Ist das Thema gegessen, okay? Um dich zu beruhigen, weil das ist ja nicht normal. So, komm her hier. So, hier, Tor auf. Mach in letzter. Jetzt willst du noch was sagen, Eduard. Ich mach nämlich. So, siehst du, alles schön leer. So, ich mach nämlich meine Tore immer zu. Jetzt abends, weil bei mir ständig auf dem Hof einer rumschleicht und ich weiß nicht, wer es ist. So, und der war vorne in meinem Kuhstall und dann ist noch was zu Bruch gegangen. So, können wir auch noch reingucken. Bitteschön. So, und auch leer. Ah, nee. Warum steht das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was? Landbahn? Das kann nicht sein, Eduard. Eduard, das kann nicht sein. Eduard, beruhig dich. Eduard, das kann nicht sein. Das haut fast den Boden aus. Das geht doch nur gar nicht. Eduard, das kann nicht sein. Eduard, es kann nicht sein. Jetzt wusste ich auch, warum du Eduard, nicht Eduard, ich habe damit nichts zu tun. Es ist Schluss.
Ich habe jetzt mal. Hör doch auf jetzt, Eduard, hör mir doch mal zu. Ich habe damit nichts zu tun. Warum steht meine Lanze dabei? Ich weiß nicht, warum deine Lanze steht, aber es war diese Nacht schon wieder jemand bei mir auf dem Hof gewesen. Ja, ich habe heute früh, pass auf, ich saß heute früh hier drüben an auf meiner Terrasse. Ja, wollte ganz gemütlich meinen Kaffee trinken. So, da habe ich das Tor knarzen hören hier vom Kuhstall. Das ist aufgegangen. Ja? So, das ist aufgegangen. Und da habe ich gesehen, dass schon wieder einer an dem Kuhstall rumgeschlingelt ist. Der ist abgehauen, hat da hinten noch irgendwas zu Bruch gemacht und hat sich verpisst. Und das ist derselbe Typ, der hat jedenfalls dasselbe an, wie der hier mich beobachtet und ständig hier rumschleicht. Irgendjemand will hier was bei mir auf dem Hof. Und ich weiß noch nicht was, ich werde es aber rausfinden, Eduard. Und ich habe deine Lanz. Ich habe gestern Abend Strohpellets noch gepresst am Strohlager. Und mehr habe ich nicht gemacht. Nö, meine Lanz steht trotzdem hier. Ich habe dir die Lanz nicht weggenommen. Ich habe die nicht geklaut bei dir. Aber warum steht Eduard, sie denn da nicht hier? Ich weiß nicht, den hatte jemand anders hierher. Hast du sie vielleicht hierher? Aber willst du mich jetzt gerade veralbern oder was? Immer nein, wenn du irgendwas hast, können wir auch sprechen. Ich nehm's zurück. Das kann ja aber nicht. Ne, kann ja aber nicht wahr sein. Pass auf, Eduard, wir machen das Freund, jetzt so. Jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig, ja. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Eduard, ich kann auch nichts dafür. Eduard. Kann nicht wahr sein, ja. Dieser junge Schnösel hier. Pass auf, tu mir bitte den Gefallen und nimm deine Lanz wieder mit. Soll ich sie runterbringen? Das Beweismittel bleibt hier stehen. Ich habe deine Lanz nicht angefasst. Dann geh bitte, dann such bitte jemand und such den Polizisten. Sagt, er soll hierher kommen und sagt, er soll die Fingerabdrücke nehmen oder was auch immer. Der wird davon bei mir nichts, jedenfalls nichts Frisches finden. Ich bin natürlich mit deiner Lanz ja auch schon mal gefahren, wie du weißt. So. Aber der wird definitiv keine frischen Fingerabdrücke von mir darauf finden, weil ich die nicht angefasst habe. Okay? Das eine sag ich dir. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich, wenn ich mein Vitus hole, dann. Aber dann. Ja, hol dein Vitus. Pass auf. Hol dein Vitus und dann soll der Finger. Oh, da kommt er ja schön. Wenn man braucht, da ist er. Eduard. Da. Du gehört sich das. Eduard. Mein Vitus. Vitus, wo ist er denn schon wieder hin? Ich glaube, der fällt einfach durch. Wo ist er denn schon wieder? Gott sei Dank. Vitus, Vitus. Was ist denn? Guck mal, meine Lanz steht da drin. Da hat meine Lanz geklaut. Sie war halt voll verschwunden. Ich habe meine... Hallo, Herr Lanze. Guten Tag, Herr Lanze. Vitus, was hast du gemacht, Jimmy? Ich hab die... Nein. Was hast du gemacht? Herr Lanze. Hast du am Eduard sein Lieblingsgefährt weggenommen? Nein. Doch, hat er es jetzt, was ich hier stehe. Eduard, hör doch auf. Herr Lanzel, ich möchte, dass da Fingerabdrücke genommen werden, ob da frische Fingerabdrücke von mir dran sind, beziehungsweise, ja, wenn frische Abdrücke dran sind, von wem die sind. Ich möchte das wissen. Bei mir am Hof. Und ich, Herr Lanzel, ich möchte, dass Sie auch noch hier an der Tür, möchte ich auch, dass Sie noch Fingerabdrücke nehmen. Bei mir ist heute früh jemand auf dem Hof gewesen. Und das war nicht das erste Mal, das war jetzt... schon das x-te Mal und ich weiß nicht, was derjenige von mir will. Meinst du, das ist doch ein Wunschkonzert oder was? Nur weil du irgendwelche Sachen klaust und dann immer einen Verdacht auf andere lenkst. Genauso wie beim Mähdrescher. Das warst du auch nicht, du, gell? Nein, das war ich auch nicht. Das muss auch noch aufgeklärt werden. Aber das musst du erst einmal beweisen. Chewe. Wie das aber will, dass ich ja ganz schnell verschwinde. Er hat nämlich schon gedrängelt, dass ich wieder fahre. Und dann auf einmal hat er erst hier vorne das Tor aufgemacht, sagt er, hier ist nichts drin. So. Er wollte mich auf eine falsche Pferde locken, wollte er mich. Eduard, beruhig dich, komm her da, komm her. Oh. Ganz ruhig, jetzt hast du wieder den Lanz. Den fahren wir jetzt mit Polizeiskorte runter. Das kann man machen. Dass dem nichts passiert. Und Chewe! Ja. Ich hab mein Auto nach unten. Wir sprechen uns noch. Ich konnte es mir fast denken. Und Landbart. Ja. Du fährst mein Auto runter, dann läufst du wieder hoch als Strafe zum Nachdenken. Aber denke ja nicht, dass es das schon gewesen ist. Es gibt eine Anzeige. Herr Lanze. Ohne Erlaubnis. Warte mal, ist der Cloud, ne? Oder? Willst du eine Anzeige wegen Diebstahl machen oder wegen unbenutztes, unbefugtes Benutzen eines Kraftfahrzeugs? Alles beides. Na gut, Chewe, dann bist du am Arsch. Sorry. Dass ich so direkt bin. Ja, Herr Lanze, ich kenne sie nicht anders, außer ganz besonders direkt.
Hat der Problem damit, oder was? Nee, hab ich nicht, aber Herr Lanze, ich meine, wir wollen die Kirche auch mal im Dorf lassen. Was für eine Kirche? Du willst mir jetzt auch noch sagen, dass du katholisch bist, oder was? Nee, aber ich muss mich von Ihnen so nicht behandeln lassen. Das denke ich mir. Was bist du? Bist du? Was bist du, hä? Was soll ich denn sein? Was bist du? Der Pass! Ich bin der Landwirt, bin ich! Bist du Buddhist? Ach, jetzt ist eine buckelige Brotspinne. So. Was soll denn das? Eine Frechheit, jetzt hier auch noch die Tür zu machen. Nee, wir machen die Tür auf oder der schießt die. Ich kann ja durch heute schießen, Chibi, mach die Tür auf! Chibi! Ich schwör's dir! Jetzt reicht's mir. Ja, wenn die alle hinter uns behindert, ja. Steig aus der Karre aus! Ich aber ganz schnell! Steig aus der Karre aus! Vitos, ich zieh die raus, Chibi, ich zieh die! Sag einmal! Was ist denn bei dir falsch? Das ist Freiheitsberaubung, was du gemacht hast! Weißt du, dass mir für den Knast geht, Chibi? Jetzt schau nicht so verdutzt, die haben was mit dir, die haben was gefragt. Kannst du antworten? Mei, legst mir am Arsch, der gibt mir. Eduard, was machen wir mit dem jetzt? Sollen wir ihn einsperren? Der gibt mir so auf die Nerven. Wie du's. Herr Lanze! Er kriegt noch seine Strafe. Herr Lanze! Es tut mir echt leid, aber ich. Wissen Sie, ich habe eine Arsch voll Arbeit. Ich habe hier den Hof, den ich. Ja, das interessiert mich nicht. Ein Arsch voll Arbeit hast, aber Lanz vom Eduard kannst du auch noch klauen. Hab ich nicht! Dann ist ja deine Arbeit gar nicht so voll. Hab ich nicht geklaut! Oh, oder besser gesagt, dein Arsch ist gar nicht so voll. Ich hab den nicht geklaut. Ende der Diskussion jetzt. Da steht aber ja Ach, und nur weil du sagst, Ende der Diskussion, heißt das oder was? Wer bist denn du? Hä? Chevy. Doc? Du, wenn du jetzt da nicht rausgehst, Chevy. Ich hab keine Lust mehr auf diese Tyrannisierung. Ey! Hör auf! So, jetzt kann ich nicht weiterfahren, weißt jetzt ist der Reifen platt. Wie du bist. Das ist ja wohl der Hit. Also das ist ja wohl der absolute Hit. Also beim besten Willen. So, also der hat sie doch nicht mehr alle Latten. Der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Also ich kann auf jeden Fall mehr wie gut nachvollziehen, warum Antonia den verlassen hat. Also ganz ehrlich. Und ich bereue es. Ich bereue es wirklich, dass ich helfen wollte und wollte Antonia zurückbringen zu dem. Dass der wieder ein bisschen normal wird. Der ist ein Psychopath ist das. Der ist nicht normal. Der schießt ja auf unschuldige Leute. Anstatt er erstmal dort einfach die Fingerabdrücke nimmt und alles. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ist es doch. Einmal ganz ehrlich. Absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Sowas habe ich nicht erlebt. So, ich fahre jetzt zum Bosbach. Ist ganz einfach, ich fahre jetzt zum Bosbach und frage, ob der mir helfen kann. Wenn der mir jetzt auch nicht hilft, dann weiß ich nicht, dann habe ich jetzt das Onkraut am Sack. Und ich muss auf jeden Fall, ich muss den Bürgermeister anrufen. Es geht nicht anders. Es glaubt mir einfach keiner. Niemand glaubt mir, dass der Typ bei mir am Hof ist. Aber ich werde das anders machen. Ich kläre das selber. Hier kann ich mich nicht mehr drauf verlassen. Ich kläre das selber. Das ist kein Problem. Ich kläre es selber. Ich stell dir eine Falle. Ich werde dir irgendeine Falle stellen. Und dann... So. So. Herr Busbach? Hallo? Herr Busbach? Herr Busbach? Hallo? Ja, hallo. Hallo, Entschuldigung für die Störung, Herr Busbach. Ja. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, für letztens ein bisschen unangenehm gewesen mit dem schwarzen Pickup hier und alles. Naja, kein Problem. Folgendes, und zwar, ich habe ein kleines Problem bei mir auf dem Hof. Also erstens, ich habe zwei Probleme bei mir auf dem Hof. Das erste heißt Unkraut. Okay. Und das andere ist Lanze. Ja, gegen das erste Problem kann ich Ihnen vielleicht helfen. Beim zweiten Problem, da bin ich mir nicht so sicher. Mit dem Lanze bin ich auch nicht so grün. Oh Gott.
Herr Bosbach, Sie können sich nicht vorstellen, was gerade von Stein von meiner Schulter fällt. Sie sind mit dem Herrn Lanzen nicht so grün? Nee, der ist, ja, der ist halt ziemlich penetrant und klein, geistig unterwegs hier. Das und so engstirnig vor allem. Ja, also. Ich glaube halt einfach, ganz ehrlich, ich glaube halt einfach, dass das auch was mit seiner Antonia da zu tun hat. Der kommt da auch nicht drauf klar, dass er, dass halt sie ihn verlassen hat. Ihn, den großartigen Herrn Lanze. Ja, der leidet so ein bisschen an Realitätsverlust. Ja, wisst ihr, weil den Herrn Lanze verlässt doch niemand. Wenn, dann verlässt der Herr Lanze. Ich glaube, so ein Typ ist das. Ja, ich glaube auch. Also, den einen Tag hat er mich, habe ich hier Wiese gemäht, da hat er mich angekackt, weil 3 Grashalme auf der Straße lagen. Oh. Also, da musste ich extra zum Hof rennen, Besen holen, das Gras da wegkehren. Ja, ja, also, Herr Bosbach, Sie könnten mir helfen mit Unkrautspritzen? Ja, kann ich Ihnen gerne helfen. Also ich habe zurzeit auch ein bisschen Geld auf dem Konto. Das wär super, wenn wir das hinkriegen würden. Weil dann habe ich einfach mehr Ernte, mehr Profit raus aus der Ernte. Das lohnt sich für mich einfach mehr. Ja, ich bin eh gerade dabei, meine Felder zu spritzen. Aber ich würde die ungern verleihen, weil großes Gerät... Nein, ist kein Problem. Also das ist kein Problem. Also wenn Sie sagen, Sie machen dasselbe, die Felder sind noch nicht so groß, geht um das Feld 9 und Feld 13. Und also wenn Sie das irgendwie mit einrichten könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nö, das ist ja jetzt auch nicht so viel Fläche, das kriegen wir gerne hin. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank. Ja, sehr gern. Ja, super. Freut mich, dass Sie mir das nicht so übel nehmen, dass das alles... Ach Gott, wenigstens einer. Ja, ich bin erstmal vorsichtig, Herr Schewe, aber wir können uns ja wieder annähern, sagen wir es mal so. Ja, gerne. Also kein Problem, von mir aus gerne. Ich möchte mich ja einfach eigentlich nur mit jedem verstehen, aber das ist gar nicht so einfach hier in dieser Stadt. Ja, wie ich Ihnen schon mal sagte, ist immer ein Geben und Nehmen. Ja, gerne. Gut, dann Herr Bosbach, vielen Dank, ne? Alles klar, schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So, sehr schön. Ah, sehr gut, der Herr Bosbach. Naja, da wenigstens ist der wieder ein bisschen. Wenigstens ist der wieder ein bisschen auf meiner. Naja, auf meiner Seite will ich nicht sagen, aber wenigstens ist der wieder ein bisschen cool mit mir einfach. Und naja, ich sag mal, ein erster Annäherungsversuch ist ja zumindest schon mal. Ist ja zumindest schon mal was. Ja. So. Okay. Überlege eigentlich die an. Ich überlege, was ich mache. Ich überlege eigentlich, ob ich bei dem Alois nochmal vorbeifahre, weil die Antonia wollte ja zu dem fahren. Die Antonia wollte ja zu dem Alois fahren. Ob ich da nochmal vorbeifahre und der vielleicht das Ganze auch nochmal erzähle jetzt und vielleicht auch den Alois nochmal um Rat fragt. Das ist... Ich muss unbedingt den Bürgermeister... Muss einfach zusehen. Ich schaue auf jeden Fall bei mir nochmal am Hof vorbei. Das ist irre. Er dreht komplett am Rad. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor allen Dingen... Weiß nicht, ob das mein Nachbar, der gerade frisch eingezogen ist, mitbekommen hat. Ey, der wird denken, was ist denn das für eine Irrenanstalt hier? Das Geschrei auf dem Nachbarhof und das Rumgeballer da. Nicht normal. Na gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst unbedingt das Däumchen da, wenn ihr wollt. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch. Tschüss.